bin Geheimagentin. Mein Codename Agentin K. Meine Mission: finde die besten Rezepte Österreichs. Der Arbeitsalltag als Agentin ist oft sehr stressig. Deshalb habe ich mich entschieden, einen Nachmittag in den Fontana Golfclub zu fahren. Einfach mal einen Tag lang entspannen. Fontana, das ist ein Lebensstil. Mit meinem Agentenauto, einem 5er BMW, fuhr ich zum Club. Es ist super leise, da es ein umweltfreundlicher Wagen mit Hybridantrieb ist. Zusätzlich habe ich die MyBMW Remote App. Diese zeigt mir detaillierte Informationen zum aktuellen Status, wie den Batterieladestand und die verbleibende Reichweite. Das Fontana mit seinen 135 Hektar, seinem saatgrünen Golfplatz und den Erholungsmöglichkeiten im Spa- und Fitnessbereich, perfekt, um einen Nachmittag in luxuriösem Ambiente auszuspannen. Ich freute mich schon auf meinen Nachmittag, vor allem aufs Golfspielen auf den gepflegten 7098 Yards. Ich machte mich auf in den Spa-Bereich, Schwimmbad, Terrasse mit Ausblick auf den wunderschönen Badesee des Fontana, Sauna und Massagebereich. Was will mein Agentenherz mehr? Lecker, da kam auch schon mein Cocktail, ein alkoholfreier Virgin Caipirinha. Der Ausblick war einfach ein Traum. Der saftige grüne Golfplatz, der hellblaue Badesee. Am Golfplatz hatte ich als Unterstützung den Pro Jack an meiner Seite. Er wurde extra aus den USA eingeflogen. Die Trainingseinheit hat wirklich Spaß gemacht mit dem eigenen Pro des Fontana. Als Jack den Ball aus dem Loch holte, machte er eine seltsame Entdeckung. Es war ein Zettel. Darauf stand: Ich weiß, wer du bist. Ich finde deine Datenbank echt cool und heute helfe ich dir, ein neues Rezept zu ergattern. Mach dich auf in die Küche. Das war also die Küche des Fontana, wo der Chefkoch Josef Ballock bereits am Arbeiten war. Also Josef, was kochen wir heute? Wir kochen heute eine rosa gebratene Schneeberger Lantentebrust mit Karotten und Erdäpfelkrapfen. Das drüber machen und dann kann ich schön das schneiden. Welches Stück verwenden wir da beim Kochen? Diese Brust. Nur diese Brust. Ich habe recherchiert. Die Bio-Ente war von Familie Salmanshofer vom Grieshof in Rohr im Gebirge. Wir brauchen nur die Brust. Gibt es einen besonderen Trick vom Chef? Nein, ganz basic. Muss nur von hier nach unten schön. Was ist jetzt der nächste Arbeitsschritt? Gesalzenes Wasser geben wir diese Karotte hin und dann lassen wir ungefähr eine Minute. Ich liebe meinen Job als Agentin, aber genauso liebe ich auch diese entspannten Tage in einem Spa-Bereich. Als Agentin achte ich natürlich auf einen gesunden und sportlichen Lebensstil. Immerhin muss ich bei meinen Einsätzen oft sehr flink sein. Kartoffelkrapfen. Wir brauchen gekochte Kartoffeln dazu. Ei. Schlagobers. Diese Gelbe. Und da ist das Geheimnis einfach alles mit der Hand. Ja, alles zusammen. Ja. Machen alles zusammen. In einem warmen Ort können wir 30 Minuten lang gehen lassen. An der Strandbar des Fontana gab es eine kleine Stärkung für mich. Bergerschinken. Iss, wie du dich fühlst. Es gibt so viele Sorten von Bergerschinken. Ich kann mich nie entscheiden, deswegen würfelte ich einfach. 1 plus 6 ist 7. Der Wellness-Schinken von Berger, der wurde es. Iss, wie du dich fühlst. Heute definitiv sehr gut. Die perfekte Nachspeise? Ein Apfel. Frisch, saftig, steirisch. Wir machen Karottenpüree und Gerberrübepüree. Wir haben geschälte Karotte, geschälte Gerberrübe und dann
schneide ich, aber erstmal schleife ich. Liebe Zuseher, holen Sie sich Ihren eigenen Vulkanus-Messerschleifer für zu Hause. Schicken Sie uns einfach über unsere Homepage österreichhatgeschmack.at eine Frage zum Thema Messer. Die kniffligste Frage wird von uns ausgewählt und in der nächsten Folge beantwortet. Der Fragensteller erhält von uns einen Vulkanus-Messerschleifer. Notiz an mich: Für jedes gute Fleisch ist ein scharfes Messer Voraussetzung. Ich wanderte also durchs Fontana auf der Suche nach mehreren Hinweisen. Auch das Zigarrenzimmer machte einen wirklich luxuriösen Eindruck. Ich sehe, Josef, du hast auch den Scotch Brite in der Küche. Ja, natürlich habe ich eine. Weißt du, mit dieser für grüne Seite, mit dieser grobe Seite mache ich erstmal sauber. Und dann mit dieser gelben Seite. Sehr schön. So wie neu. Ich habe was für dich. Mission 1 erledigt. Gehe nun weiter. Mysteriös. Wo ich da wohl hinkomme? Sie war es also. Sie hat mir die geheimen Botschaften geschickt. Die Geschäftsführerin des Fontana, Frau Stefanie Wolf. Ich empfehle den grünen Veltliner Nussgarten vom Weingut Herzinger aus dem Breisental. Was kann man bei euch so alles machen? Also bei uns kann man eigentlich prinzipiell alles machen. Bei uns kann man Golf spielen, bei uns kann man einen Fitnessbereich besuchen, wir haben einen super schönen Badestrand, ein super gutes Restaurant natürlich. Stefanie Wolf hat mir verraten, das Fontana ist natürlich auch für Nicht-Golfer ein Geheimtipp. Wir haben einen tollen Eventbereich für bis zu 150 Personen, ganz bequem. Wir haben verschiedene hochklassige Firmen-Events bei uns, tolle Golfturniere natürlich. Unsere Strandbar wird für zum Beispiel für Beachparty genutzt. Das sind einfach wirklich schöne Events mit dem tollen Ambiente. Ich glaube, unsere Kundschaften und Gäste sind sehr zufrieden damit. Ich finde es echt super nett von dir, dass du mich hergeholt hast, dass du mir die Hinweise gegeben hast. Also, es freut mich, dass es dir schmeckt. Und wenn es dir so gut schmeckt, habe ich natürlich für deine Datenbank auch noch ein Geheimrezept für dich. Dankeschön! Voll nett. Das war ein wirklich schöner und ereignisreicher Tag in Fontana. Und das Beste, ich konnte ein neues Rezept ergattern. Das finden Sie jetzt online in meiner Datenbank auf österreichhatgeschmack.at. Und dort finden Sie nochmals alle Infos zum Gewinnspiel für Ihren Vulkanus-Messerschleifer.